gefragt, dass unter dem Titel Digitale Vielfalt im Netz, kulturelles Erbe digital, Kulturerbe digital vorzustellen, ist schon etwas länger existierendes Projekt, das ich vielleicht auch einfach vorstelle. Ich werde mich daran halten. Das erste wichtige Wort, digital, ist klar, dass, mit dem haben wir alle irgendwas zu tun. Das erste wichtige Wort hier ist Vielfalt. Und als Vorbemerkung ist mir halt, spiele ich erstmal ab, was mir bei Vielfalt dazu eingefallen ist. Der Titel Digitale Vielfalt im Netz, kulturelles Erbe digital. Also ich saß da und musste den Vortrag machen. Ne? Wie fange ich den an? Also suche ich mir die Substantive, weil zu diesem Thema, es war ja so konzentriert, hilft der alte Trick, sich über Flickr Bilder zu suchen und da die Inspiration abzugreifen, nicht. Also suche ich mir die Substantive, sortiere die und stelle fest, Kulturerbe ist vielfältig, das Netz ist digital, das Digitale ist vielfältig, das Netz ist vielfältig, das Kulturerbe ist im Netz und das Kulturerbe ist digital. Und dann habe ich ein Netz. Aber das trügt. Es ist gar nicht so. Das Kulturerbe ist vielfältig, stimmt. Aber die Vielfalt der wirklichen Welt ist ja gar nicht in den Kulturerbeinstitutionen. Die ist ja viel größer. Da bleibt ja immer nur ein kleiner Teil. Das Kulturerbe ist digital, stimmt auch nicht. Es ist ja nur ein ganz kleiner Teil digitalisiert. Wir arbeiten ja dran. Das Digitale ist im Netz, stimmt auch nicht. Es ist ja nur ein Teil des Digitalisierten im Netz. Und das Netz ist vielfältig. Na du, das stimmt. Würde ich mal sagen. Ne? Aber diese Vielfalt, das ist die beste Version, die ich gefunden habe, die Vielfalt im Netz ist also eine ganz andere als die Vielfalt der wirklichen Welt. Gut, jetzt, ich hatte es in einer Minute schaffen wollen, diese 16 Folien, aber ich glaube, es hat geklappt. Ich stelle jetzt Kulturerbe digital vor, das mit der Vielfalt zu tun hat. Initiiert war das ganze Projekt von EUBAM, das war eine damals noch aktivere Gruppe, zur Arbeitsgruppe zu europäischen Angelegenheiten für Bibliotheken, Archive, Museen und Denkmalpflege. Der Aufbau begann 2008 bis 2009, wird auch nach wie vor im Rahmen des Möglichen weitergepflegt, das Ganze. Erfasst werden Projekte. Es ging darum, oder der Gedanke war und ist, Projekte zu sammeln, vor allem aber das zu sammeln, was von den Projekten gesagt wird über sich selbst. Wie haben wir es gemacht? Wie wurde digitalisiert? Das Ziel im Hintergrund war, einen Überblick zu gewinnen, wer was, wie und womit digitalisiert hat. Dieser Überblick sollte auch der Politik bei der Entscheidungsfindung helfen. Von Anfang an haben wir gesagt, wir arbeiten retro, also auch Dinge, die zu dem Zeitpunkt oder auch heute, also Dinge, die vor einigen Jahren digitalisiert wurden, da steckt auch Know-how drin, wie wurde es gemacht unter den Bedingungen, dass sich eventuell übertragen lässt. Also sammeln wir die auch ein. Gut, fange ich an. Am Anfang des Projektes, und ich bleibe eigentlich am Anfang stehen, ich gehe nur über den Titel. www.kulturerbedigital.de war entschieden worden, soll es heißen. Und es geht jetzt um die Abgrenzungen. Die erste Abgrenzung, die wir machen mussten, war .de. Wir wollten uns nur mit deutschen Projekten beschäftigen. Aber wie deutsch ist ein Projekt, das sich mit der Digitalisierung, also jetzt fängt das auch an mit der Vielfalt, das kommt dann nämlich bei raus. Und es kommt am Ende sowieso raus, dass Abgrenzungen in Zeiten des Netzes eine ziemlich schwierige Sache sind. Die kann man vielleicht sogar weglassen. Aber wenn man ein Projekt macht, braucht man sie. Egal. Die Digitalisierung der geografischen Namensbücher der schwäbischen Türkei ist so ein Projekt. Wie deutsch? Passt das unter DE? Oder The Hospitaller Sources Project. Das sind Quellen zur Geschichte des Johanniterordens auf Rhodos. Da war wahrscheinlich auch ein deutscher Ritter dabei. Also könnte man sagen, ist DE. Die Webseite heißt Hospitaller Gateway und ist in Denglisch heißt das, glaube ich. Ne? Also die ist halb Englisch, halb Deutsch. Dann wissenschaftliche Erschließung, Verfilmung und Digitalisierung des Nachlasses Leopold Zuns in der Jüdischen National- und Universitätsbibliothek Jerusalem. Da wird in Jerusalem digitalisiert. Aber aus der Uni Halle ist jemand an dem Projekt beteiligt. Wir haben uns letztlich darauf geeinigt, dass das der einzige Maßstab sein kann, wenigstens ein deutscher Partner.
Allerdings haben wir festgestellt, dass es auch Enthusiasten an britischen oder Forscher halt an britischen Universitäten gibt, die Germanisten sind und deutsches Kulturgut ganz ohne deutsche Partner digitalisieren. Das gibt es natürlich auch. Und ich glaube, die Nationalbibliothek in Livland war das, die uralte deutsche Ritter, die dort, sich dort ja mal rumgetrieben haben und die Herrschaft hatten, die hinterlassen Pergament-Hinterlassenschaften von denen digitalisieren. Na gut, es ist auch irgendwie deutsch. Aufbau der digitalen Keilschriftbibliothek des Vorderasiatischen Museums Berlin. Vorderasiatisch ist nicht deutsch. Keilschriften haben wir schon lange nicht mehr, die wurden digitalisiert in einem internationalen Projekt. Wie deutsch. Also wir sind am Ende wirklich drauf gekommen, ein deutscher Partner reicht, um in den Kanon hier aufgenommen zu werden. Das mit dem DE ist tatsächlich schwierig. Hans Staden kommt aus meiner Heimatgegend, Homberg-Efze, und sein Werk ist mehrfach digitalisiert. Hans Staden ist 1520er in Brasilien gewesen und was er hinterlassen hat, die wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresserleuten, ist heute eines der grundlegenden Werke brasilianischer Geschichtsschreibung. Naja, war ein Deutscher beteiligt. Okay. Dieses Werk habe ich gleich mehrfach im Internet gefunden, einmal bei Gutenberg, weil ich soll ja auch über Vielfalt reden. Ne? Man achte auch darauf, wie das Digitalisat oder wie das aussieht. Es sieht sehr anders aus als das hier, was ich finde im Internet Archive in der Sprache. Wie die darauf kommen, weiß ich nicht. Es sieht anders aus als das, was ich finde in der Universidad de São Paulo. Und es sieht wieder anders aus als das, was ich finde in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek. Aber es ging mehr um die Abgrenzung DE und damit höre ich jetzt auch mal auf. Ende Exkurs. Es sollte um Digitalisierung gehen bei dem Projekt. Aber was ist Digitalisierung? Wo soll man da die Abgrenzung ziehen? Das eine ist klar, der Transfer der Medien von analog zu digital. Digitalisierung und Erschließung der Sammlungen an Einbanddurchreibungen. Das sieht dann heutzutage so aus, Datenbank für gotische Einbandstempel, ist auch was rausgekommen dabei. Digitalisierung der Kartensammlung im Stadtarchiv Kiel. Karten kann man natürlich digitalisieren, das sieht heute so aus. Die Webseite zieht um, wird aufgeräumt und modernisiert, das sah vor einem Jahr auch schon so aus. digitale Erschließung der Sammlung Vasa Sacra, bewegliches kirchliches Kulturgut. Das sieht immer noch so aus, dass die Vasa Sacra da nicht sind, weil die Edelmetallpreise viel zu hoch sind. Die Kirchen haben Angst, dass ihnen das Zeug geklaut wird. Die Kirchen sind nicht so gut gesichert wie Museen zum Beispiel. Die haben kein Geld für Sicherheitstechniker. Medientransformation ist auch Digitalisierung des Geräuschearchivs im Standort Babelsberg des Deutschen Rundfunkarchivs. Na immerhin, Wölfe in Real Audio. Einen haben sie online gestellt. Digitalisierung ist aber nicht nur der Medientransfer, sondern auch die Erschließung. Und die Erschließung ist eigentlich, das ist ganz klar, in fast allen Projekten gleich mitbeantragt worden oder mit umgesetzt worden. Ne? Da gibt es sowas wie Erschließung sozialwissenschaftlicher Fachinformationen im Netz, ein Projekt, das sich damit beschäftigt. Oder exemplarische Erschließung von Schutzumschlägen der Zeit 1900 bis 1950 aus der Historischen Bibliothek des Gymnasiums Petrinum Recklinghausen. Es gibt aber auch den Fokus auf, also jetzt nicht mehr die Erschließung, sondern auf Verfügbarmachung. Ne? Deutsche Wochenschauen im Internet gibt es tatsächlich. Ich bin dann nicht weitergegangen und habe mir die Qualität nicht angeguckt. Wie überhaupt zur Qualität, ich da gar nichts sage. Ne? Dass die Digitalisierung des Fotoarchivs eines kleinen Museums in Mecklenburg-Vorpommern, Otto-Lilienthal-Museum, ja, da kommt dann sowas ins Internet. Wenn ich das jetzt mit Tripeln belege, wer weiß, wo die hinfliegen.
Dann kommt Digitalisierung als Verfügbarmachung, das Goethe-Zeit-Portal, explizit auf Portal zielende Projekte. Andere Projekte, die hier vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, wollten ihre Gartenbaupläne digitalisieren, haben sie auch gemacht und ins Netz gestellt. 2767, glaube ich, im Netz waren 800 irgendwas erreichbar. Einen Tag später, als ich geguckt habe, konnte ich alle erreichen. Und dann, als ich die Folien machen wollte, kam nur der Platzhalter, gar keiner mehr erreichbar war. Also es ist sehr beweglich da. Fokus auf Verfügbarmachung, auch bei Digitalisierung und Erschließung der Sammlung der historischen Originalaufnahmen von 1894 bis 1845 der Fotothek der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. So sieht das Ergebnis aus, mit Wasserzeichen und dem da. Ich sage deshalb auch nichts über Qualität, weil die Qualität der Digitalisate ist immer noch was anderes als die Qualität, die ins Netz gegangen ist. Die haben natürlich viel bessere Aufnahmen und viel bessere Größen. Fokus konnte auch liegen, nicht nur auf Verfügbarmachung, sondern auch auf der Entwicklung von Software oder Softwarefragmenten, Schnipseln, wie dies hier ein Schnittstellenformat speziell für die Erschließung mittelalterlicher Handschriften. Oder der Fokus konnte liegen, jetzt kommt eins meiner Lieblingsprojekte, auf Hardware, The Wägele Project. Die Jungs sehen so glücklich aus mit ihrem Wägele. Das Wägele nimmt man einfach, das ist geoloziert, vollautomatisch und fährt einmal um das Denkmal herum. Und das Wägele macht Punktwolken, also es hat eine Laserscanner-Kamera und vollautomatisch entsteht ein 3D-Modell des Denkmals. Es sollte aber auch gehen, und vor allem natürlich, um Kulturerbe. Digitalisierung der Verwaltungsakten des Deutschen Museums in München. Die stammen aus der Zeit 1903 bis irgendwann. Es sind uralte Verwaltungsakten. Und die Akten selbst sind damit wahrscheinlich auch schon wieder sowas wie Kulturerbe. Volkszählung von 1950, Erschließung und Digitalisierung. Fraglich, ist das Kulturerbe? Ich würde erst mal sagen, ja, ist alt genug. Digitalisierung und Internetpräsentation der sächsischen Landtagsprotokolle. Oder biologische Literatur. Wenn sie alt genug ist, ist es auch ohne jeden Zweifel Kulturerbe. Oder ist Darwin, überlassen wir den Biologen, da müssen sich auch die Geisteswissenschaftler mit beschäftigen. Okay, letztlich jetzt zusammengefasst, also es ist wirklich wild, ne? Es geht in alle Bereiche und über alle Medien, was da digitalisiert wurde und wird. Letztlich wurde jetzt entschieden für die Definition, was wir in dem Projekt erfassen, wenigstens ein deutscher Projektpartner, alle Arten von Digitalisierung, da muss man ganz weit fassen, den Begriff, und der Begriff Kulturerbe ist genauso weit zu fassen. Was haben wir gelernt? Kann man einen Überblick gewinnen? Man kann. Der bleibt notwendigerweise unvollständig. Man kann nie alles erfassen, was an Projekten läuft. Abgrenzungen lassen sich nicht einhalten. Irgendwann wird alles Kulturerbe. Digitalisierung findet nicht nur in Projekten statt. Ganz viel, insbesondere jetzt auch in Museen. Ganz viel läuft einfach im Rahmen der alltäglichen Arbeit. Die gehört inzwischen, da gehört das Digitalisieren dazu ab. Was auch festzustellen war, dass nach wie vor nur wenige tatsächlich über ihr Tun berichten. Wie digitalisieren wir? Wie machen wir das? Und es gibt scheinbar nichts, das nicht digitalisiert wird, aber noch längst nicht alles davon ist im Netz in ausreichender Qualität verfügbar, dass man da was mit anfangen könnte. Ja, mittlerweile, die Seiten werden eigentlich relativ gut besucht. Sie haben ja die Projekte machen wollen als Zielgruppe und die ist ja relativ klein eigentlich. Und man kriegt dann halt Anrufe, weil die Leute dann doch nicht verstehen oder weil alle Projekte sind immer mit Ansprechpartnern versehen.
wenn dann ein Ansprechpartner seine Telefonnummer ändert, dann kommen die Leute zu mir. Na gut, aus praktischer Erwägung, also es gelingt, den Überblick zu schaffen. Deshalb wäre es eigentlich sinnvoll, das Projekt weiter auszubauen. Ich mache das nur neben meiner normalen Arbeit nebenbei. Trotzdem, wie kann man daran mitwirken? Minimum ist mir eingefallen, wer Projekte kennt, die nicht erfasst sind, einfach melden. Minimum plus, wer auch noch wen kennt der Projekte oder davon weiß, auch melden. Und Maximum, wer Geld für den Ausbau hat, auch melden. Damit wir auch morgen noch wissen, wie das alles ins Netz kam, habe ich mir einen Schlusssatz einfallen lassen. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das erschlägt einen ja in der Vielfalt, die hier dargestellt wurde. Es gibt aber bestimmt die ein oder andere Frage hierzu auch noch. Eine Frage zu diesem etwas gefährlichen Thema Wochenschau. Also ich möchte keine Frage stellen zu der Internetseite Wochenschau Archiv, sondern zu einer anderen Internetseite, glaube ich, deutsche-wochenschau.de, wo man ebenfalls was erfährt über Wochenschauen, wo man sich aber mit seiner Umsatzsteuernummer etc. anmelden muss, um Filme sehen zu können. Ich vermute mal, weil die sich nur an Profis und Firmen richten. Ist meine Vermutung korrekt oder sind Sie damit verbunden, mit diesem zweiten Projekt? Nee, mit all den Projekten bin ich wirklich nicht verbunden. Ich bin die Metaebene. Oh, das ist schön. Ja, ich bin die Metaebene. Ich beobachte nur und sammle. Und wenn das Projekt bei Kulturerbe war, müsste ich jetzt nachgucken, dann hat es wahrscheinlich öffentliche Förderung erhalten. Und inwieweit das da geregelt ist, wie hinterher mit den Sachen umgegangen wird, weiß ich nicht. So ganz die Feinheiten sind unbekannt in den einzelnen Projekten. Sie sprechen von Kulturerbe. Wie definieren Sie denn Kultur? Hey, ich bin Völkerkundler, da haben Sie den richtigen getroffen. Ja. Kultur ist jegliche Äußerung eines Volkes oder Stammes oder. Aber dann sind Sie doch cool. Letztlich im Laufe der Zeit, also so, wir haben lange gesessen und bei biologischer Literatur oder die Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen hat mathematische russische Literatur, also ausgesprochen nur die mathematische, in einem Projekt digitalisiert. Ist russisch, naja gut, aber es ist ein deutscher Partner, ist das Kultur. Nach einer gewissen Weile, nach 100 Jahren, ist das Kultur. Und letztlich ist es sowieso Kultur, weil wir so denken, weil wir unsere Kultur, unser Kulturkreis Mathematik so wichtig nehmen. Bushmänner, die San in Botswana, die zählen bis 3 und das reicht ihnen. So, die klassischen Fragesteller. Meine Frage hat sich jetzt fast schon erledigt und ich will nur noch ein Statement, eine Lanze für die Wissenschaft brechen. Also die Frage, ob mathematische Kultur oder mathematische Literatur oder biologische Kultur zum Kulturerbe gehört, jeder Bibliothekar, jeder Fachbibliothekar würde darüber nicht eine Sekunde nachdenken, sondern selbstverständlich sagen, Teil der Kultur, unseres kulturellen Kanons. Insofern, also ja. Will ich hier doch eine Lanze dafür brechen, dass wir nicht 100 Jahre warten, bis Mathematik zur Kultur gehört.